den Tanz im Ballsaal sah mit Rinoa und Squall, übelst genial. Ich habe das so gefeiert, ist für mich auch immer noch einer meiner Lieblingsszenen. Ja, ich feiere die Oldschool-Games übelst hart. Die neueren Spiele, es gibt Spiele, die ich übelst hart feiere. Von den neueren Spielen, Last of Us, übelst geiles Game. Watch Dogs bin ich ein bisschen enttäuscht, aber war irgendwie abzusehen, dass es nicht so der Riesenerfolg wird. Es ist im Endeffekt, das mit dem Hacken ist auf jeden Fall cool gemacht. Du kannst alles Mögliche hacken, aber du drückst halt nur Q. Das war's. Du hast halt dieses Minispiel, wenn du dich irgendwo reinhackst, um diese Dinger zu drehen und so, Verbindungen und bla, Keks. Aber das hatte man schon in vielen verschiedenen Games. Ich feiere auch so Sachen wie Assassin's Creed, übelst geil, Black Flag habe ich übelst gefeiert. Ich freue mich auf The Witcher. Jetzt The Witcher 3, Bloodborne. Ich mag auch die Spiele wie, ja, was ist noch so? Was gehört noch so zu diesem HD-Genre? Im Moment fällt mir keins ein, aber ich bin halt auch übelster Oldschool-Fan. Also ich würde sogar sagen, mehr Oldschool als New School. Ich setze jedes Final Fantasy-Spiel oder jedes Zelda-Spiel über die neuen Spiele. Also egal was rauskommen mag. Jetzt bis auf The Last of Us, weil das hat mich echt fasziniert und auch übelst gefesselt von Anfang bis Ende. Die Story mega geil, das Genre übelst genial. Ja, was soll ich sagen? Übelst gefeiert das Spiel. Erstmal hier trockenen Mund entgegenwirken, etwas trinken. Ja, Last of Us ist so eins, was mich richtig geflasht hat. Ist auch einer der besten Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe. Feiere ich richtig hart. Aber ansonsten gibt's so nicht wirklich etwas, was ich so feiere. Natürlich die neuen Final Fantasy Teile, egal was alle anderen sagen, ich feiere die trotzdem von der Story her, vom Gameplay. Immer wieder irgendwas Neues, gefällt mir sehr gut. Ich freue mich schon übelst auf Final Fantasy 15. Ich finde Final Fantasy Realm Reborn übelst genial. Schade, dass ich es noch nicht mir geholt habe. Ich bin gerade am überlegen. Es zählt ja auch zu den HD Games. Von der Grafik her würde ich sagen. Aber so jetzt bis auf die neuen Final-Teile und The Last of Us würde ich sagen, flasht mich so kein neues Game. Oder bis jetzt die Sachen, die neu rauskommen, sind halt Rainbow Six, finde ich jetzt nicht so pornös. Ja, Bloodborne, da freue ich mich drauf. Ist halt von den Machern von Dark Souls 1 und Demon's Souls. Wird bestimmt übelst geil. Aber an sich, um auf die Frage wieder zurückzukommen, ja, ich feiere die Oldschool-Spiele mehr als die Newschool-Spiele, weil es einfach mehr Oldschool-Spiele gibt, die ich cool finde, als im Gegenzug Dingens, wie heißt das, Newschool-Spiele bzw. HD-Spiele, die jetzt neu sind, wo ich mir denke, boah, das muss ich jetzt unbedingt haben oder das will ich zocken oder das habe ich gezockt und das ist mega geil. Es gibt halt nur so zwei, drei, wo ich sage, boah, nice. Mass Effect zum Beispiel, kann ich jedem empfehlen. Übelst geile Reihe, zählt ja auch zu den neueren jetzt, dann, ja, ansonsten fällt mir nicht so viel ein. Wie heißt das nochmal? Dead Rising, Dead Space. Zählt sowohl für mich als zu Oldschool als auch New School, weil Dead Space 1 ist mehr so die alte Klasse, obwohl es auch schon ein bisschen neuer ist jetzt im Vergleich zu Final Fantasy, aber Dead Space 3 übelst geil, hart gefeiert. Auch wenn es mehr actionlastiger ist, genau wie bei Resident Evil. Ich feiere die alten Resident Evil Teile übelst hart. Das Gruseligste, was ich überhaupt gespielt habe, war Resident Evil 1. Als diese Hunde durch diese Glasscheibe springen im Herrenhaus. Alter, ich scheiß mir jetzt noch in die Hose. Ich schwör's euch. Ja. Da finde ich zum Beispiel, da ist der beste Vergleich. Da sind die alten Spiele auf jeden Fall besser als die neuen. Obwohl ich die Story von den neuen auch mag, ist halt sehr actionlastig. Weniger Grusel, Schocker, Dingens. Obwohl ich als Pussy, die ich bin, natürlich auch mir dabei in die Hose scheiße. Aber so an sich, Oldschool übertrifft bei mir Newschool. Ganz klar. Ja, das war's auch schon mit den Fragen. Ging relativ fix, würde ich sagen.
Danke an alle, die Fragen gestellt haben. Übelst genial, feiere ich richtig hart. Ihr könnt auch weiterhin Fragen stellen und lasst euch immer wieder neue Themen einfallen. Die Themen bis jetzt waren mega gut. Übelst genial. Ja. Dann können wir wieder... So. Ja. ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Natürlich erstmal wieder ein riesiges Dankeschön an alle neuen Abonnenten. Wir sind jetzt bei 841, glaube ich, oder so. Habe ich gesehen. Zumindest zur Aufnahme, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Feiere ich richtig hart. Übelst genial. Ich feiere jeden Abonnenten. Also jeder, der neu auf meine Videos kommt und neu kommentiert und all so ein Schnickschnack. Übelst genial. Für die Leute, die wissen wollen, ob ich noch Platz in der Gilde habe, ja, 14 Plätze sind noch, also ihr habt noch Zeit, ihr habt noch, wenn ihr Bock habt, wenn ihr auf Barbamon spielt, könnt ihr gerne in die Gilde rein, ich sag euch, ist kein Muss, man kann auch so zusammen zocken, da ich eh relativ selten online bin, oder allgemein die Gilde relativ selten online ist, wir haben Eran, der zockt relativ häufig und ansonsten fällt mir auch so keiner ein, gibt halt ein, zwei Leute, die echt aktiv sind, aber so im Schnitt sind alle offline, kommen halt nur on, wenn Livestream oder so ist. Ja. Also, wenn ihr Bock habt in die Gilde, ihr schreibt mir euren privaten Namen, versucht mich, oder addet mich einfach mit /friendspikes, ihr gebt einfach einen slash, dann friend, und dann machen wir zum Beispiel, ich mache jetzt The Pyron. So, den habe ich jetzt bei mir in der Liste. Und wenn ich jetzt F drücke, sehe ich, dass er offline ist. Sir Pyron ist offline. Und wenn er weiß leuchtet, ist er online, dann könnt ihr mich anschreiben. Also ihr addet einfach nicht Sir Pyron, ihr addet Spikes. Ich bin hauptsächlich auf Spikes unterwegs. Ihr addet Spikes mit einer 1 drinnen, nicht mit einem I. S groß, Z groß. Und ja, dann können wir irgendwie, dann schreibt ihr mich an. Sagt, ihr wollt in die Gilde, dann lade ich euch ein, fertig. Dann hat sich das. Ich hoffe, ihr habt so verstanden. ich erkläre es ein bisschen dumm. Auf jeden Fall slash friend spikes anschreiben. Oder ihr gammelt im TS, wartet bis ich onkomme, fragt mich dann. Ist sogar noch einfacher, weil da müsst ihr nicht warten, bis ich in-game bin. So. Ja, weil ich jetzt so die Tage gefragt wurde, ob Platz in der Gilde ist und ob man da rein kann und so. Natürlich kann man da rein. Wir haben auch notfalls noch eine Zweitgilde mit zwei Pyron offen. Da könnt ihr auch rein. Ich hoffe, die Musik ist diesmal ein bisschen lauter. Letztes Mal ging die ein bisschen unter. Ich hoffe, das passt so mit Stimme und Musik. Ich weiß, meine Stimme ist eh immer ultra laut. Ich versuche das immer runter zu pegeln, aber ich, wenn ich mir die Videos dann selber angucke, ist es, naja. Keine Ahnung. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich, wie schon erwähnt, nur auf 20%, jetzt gerade höre ich Musik auf 10% Lautstärke, also allgemein Lautstärke von Windows. Weil ich bin nicht so der Typ, der gerne laut, krasse Musik über Kopfhörer hört. Ich habe Kopfschmerzen von. Und das ist halt bei den Let's Plays das Problem. Wenn ich mir die anhöre, sind die eigentlich gut. Die hören sich gut an. Aber wenn ich dann auf 100% stelle, ist halt mega laut. Und 100% müsste, je nachdem wie ihr so drauf seid, müsste so das Normmaß bei 100% liegen. Und ja, deswegen. Also entweder zu laut oder zu leise. Schreibt es einfach in die Kommentare, damit ich mal Bescheid weiß. Auch bei Hearthstone ganz wichtig. Also bei Hearthstone habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mit Outer City aufnehme. Ist zwar ein bisschen mehr Aufwand. Kann ich bei Hearthstone aber machen, weil das einzelne Folgen sind. Bei Digimon ist es ein bisschen schwierig, weil ich halt immer am Stück aufnehme. Und da wird das Ganze schnell asynchron und ja, finden wir nicht gut. Wir sind schon Level 34, denkt meine Eier. 628, ja. Ich könnte mal Dinge skillen. So, der müsste jetzt bei 1096. Geht klar. Und dafür, dass der nur auf 9 irgendwas ist, 96 glaube ich oder so. Ability 95 glaube ich sogar noch, ja. 95. Geht klar. Ich frag mich, wann Sylphimon Yogres rauskommt. Würde ich auch übelst feiern. Sylphimon an sich ist schon geil, aber... ja, so. Worüber können wir noch reden? Ich habe wieder... Mein Kopf arbeitet wieder. Ich habe mir gerade jetzt so rein spontan überlegt, wie wär's denn mal, wenn ich euch Fragen stelle, die ihr beantwortet.
Aber dann ist mir eingefallen, Alter, dir fällt nichts ein, was du den Leuten, die Leute fragen könntest. Doch, wir könnten mal was.